Ja, sind wir beim nächsten Spiel. Lazio gegen Panathinaikos Athen. Oder umgekehrt, ne? Ah ja, Panathinaikos hat ein Spiel. Huhn ist Panathinaikos. Nicht von Lazio. Und es regnet. In Strömen. Wir sind jetzt auch mittlerweile wieder umgestiegen auf die PlayStation, nicht mehr auf der Xbox. Jetzt mal wieder ungewöhnlich, die Xbox-Controller sind ja doch dreimal so groß und dreimal so schwer wie diese. Ach, gibt's doch nicht. Panathinaikos. Die Express lief ja auch so heiß. Oh. Am Dart würden wir jetzt sagen in so einer Phase, Elmar, haben wir noch Fragen? Schau mal an. Wer ist jetzt wer? Lazio ist Matthias? Ja. Oh. Ist auch alleine irgendwie deutlich angenehmer als die zweiten. Ja, das ist richtig. Nein. Oh. Jetzt kommt der Fall raus, ja. Und tut immer noch der Daumen weh von diesem verköterten Xbox-Controller hier, ne? Also, sowas kann ich nicht nachvollziehen, oder? PlayStation-Controller sind doch wohl die absoluten besten. Ja, ich finde die Anordnung von Sticks am Steuerplatz bei Xbox besser. Egal, wenn du mit anderen Sticks sind eh für den Arsch. Ich würde immer wie auf der Wii mit lieber mit dem normalen Tasten zocken, als mit dem Scheiß. Ja, kannst du auch, oder nicht? Nee, es geht bei FIFA, es geht immer bei Wii. Kannst du das nicht eben anstellen? Ja, ein völlig unhaltbarer Ball. Leider, leider. Kann schon sein. Ich wüsste nicht, wenn ich nicht schon mal eine gute Parade vom Tor gesehen habe. Da, was war der denn? Oder ein guter Eindruck. Wirf einfach mal 100 Kilometer weit.
glaube, wenn man hinterher mal die Videodinger, die Audio-Dateien auswendet, ob man Markus überhaupt auf einer hört, das ist jetzt die Frage. Er saß immer nur in der Ecke und hat immer nur ganz leise gefuckelt. Er hat ja auch quasi nur gefuckelt. Und Markus spielt das echt schon gut, das finde ich auch nicht so unbedingt. Fuckeln kann er schon gut, aber. Ja, bringt ihm nur nichts, was nie klappt. Ja, teilweise hat er die schon gut gemacht, aber wenn du mit ihm zockst, dann ist es teilweise schon recht nervig, weil du den Ball einfach nicht kriegst. Du denkst dir den Spieler ab und dann spielt er den ja nicht ab, und dann fügt er sich noch am Rhein vorbei, Leute. Ja, von da oben kommt er ja nicht. Ich weiß nicht, oft genug geschluckt wird. Ja, das ist schon gefährlich. Das war schon gut, aber manchmal hat das auch übertrieben. Das ist halt sogar FIFA, das ist ja kein Pro Evo, du musst halt gucken, aber ich bin ein tausendmal besserer Pro Evo Spieler als FIFA Spieler. Wo ich die letzte Zeit gar nicht gezockt habe. Ja gut, wenn man auch Pro Evo natürlich 100 Jahre lang gezockt hat. Ja, aber auf der Wii, ne? Ja. Ja, ich meine jetzt auf der PS3, aber ich habe vor kurzem mit einem Kollegen noch gezockt habe, bei FIFA 2.0, bei Pro Evo 12. Ja. Da war jeder Schuss, die Schüsse sind bei Pro Evo eigentlich noch schwieriger, aber du kannst dich so schön durchkombinieren bei Pro Evo. Wenn es bei Pro Evo, wenn es da jemand nicht kann, wenn es bei Pro Evo jemand nicht kann, dann geht der so gnadenlos unter. Bei FIFA kannst du meistens ein bisschen gewinnen. Ja, aber spannend wäre es auch nicht einmal so schlecht gewesen. Ja, aber die war zu laut. Ja. Das war nicht beabsichtigt. Marsch, spiel nach unten, du Blödmann! Alter, wie heißt er denn? Chris Lutero! Was? Der Name war schnell wieder weg, ey, um den Fall zu lesen. Christolopoulos, ja. Christolopoulos. Irgendwas mit Populus. Auch kein Null Zweikampf. Alter, halt doch mal einen Ball fest! Der Ball ist glücklich. Ja, schön, kann trotzdem mal einen fallen. Was hat denn da Torwart da? Nein! Da kannst du mal probieren. Diesmal hat er wenigstens, diesmal sieht der Torwart wenigstens nicht so aus wie einer von meinen Spielern. Okay.
mal auf Kessel hier. Ein Traumtor von Christodoulopoulos. Christodoulopoulos. Ja. Und Zicker.